weil sonst ist das Band zu kurz. Beine anwinkeln. Zurück und vor. Versucht das mal schön mit geradem Rücken zu machen. Und das Schöne ist, das Band zieht euch ganz alleine wieder vor. Ihr müsst gar nichts machen. Das ist aber ein nettes Band. Okay, wir gehen jetzt nach rechts und links. So, dann gehen wir langsam runter und gehen mit den Beinen auseinander über Kreuz. Auch hier hilft das Band richtig schön. Dann einmal runter, hoch. Anderes Bein runter, hoch. Entschuldigung. Jetzt weiß ich, warum ich die Musik anmachen sollte. Beine absetzen und mal ganz locker nach links und rechts einmal die Beine nur umfallen lassen. Ja, dann müssen die Beine doch noch mal einmal hoch. Zieht ihr das mal richtig schön auf Spannung, das Band ruhig. Ein, zwei Löcher weniger. Und zwar sollt ihr euch jetzt hochziehen zu den Füßen. Hochziehen und ab. Hoch und ab. Ihr wisst, für Hüfte ist die Bauchmuskulatur ganz wichtig. Für eure Haltung, Stabilisierung. Da müsst ihr schon ein bisschen Bauchmuskeltraining machen. Jetzt bleibt der Oberkörper liegen. Jetzt schiebt ihr die Beine Richtung Decke, sodass der Po immer ein bisschen von der Matte wegkommt. Ist jemand noch nicht warm? Das ist sehr schön. Beine absetzen. Und jetzt, wenn das Band loslassen, Hände nebendran legen und Po hochschieben. Nochmal die Beine hoch, Band nochmal nehmen, Mobilisation der Hüfte, einfach kreisen.
Schöne große Kreise zueinander. Beide Beine gehen nach außen und dann nach innen. Andersrum. Und jetzt letzte Übung. Den Scheibenwischer. Damit ihr nicht umfallt, geht ihr immer so weit, dass eure Ellbogen auf die Matte kommen und euch abstützen. Schön für die seitliche Bauchmuskulatur. So, letzte Übung, gleich habt ihr es geschafft. Und lösen. Ihr könnt die Fesseln wegmachen. Die sind nicht schlecht, die Bänder, nicht? Mhm.